Herzlich willkommen Ihnen allen zur Pressestunde. Österreich hat einen Rekord bei den Infektionszahlen, einen sprunghaften Anstieg bei den roten Bezirken und der Tourismus leidet unter Reisewarnungen in fast allen Bundesländern. Die Länder selbst klagen über neue, akute Finanznöte. Sie wollen mehr Geld vom Bund. Viele Themen also für unseren Gast, den aktuellen Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz und Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen Vormittag. Sehr gerne. Schönen Vormittag. Und die Fragen mit mir stellt der Korrespondent der Oberösterreichischen Nachrichten in Wien, Christoph Kotanko. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen Vormittag. Ja, Herr Landeshauptmann, wir beginnen natürlich mit Corona. Salzburg ist hauptbetroffen und gestern hat ein Sprecher des Landes verlauten lassen, dass Contact Tracing, also die Kontaktverfolgung im Bundesland, die stoße langsam an seine Grenzen, an ihre Grenzen, ganz ähnlich wie das aus Vorarlberg schon zu hören war. Und Zitat des Sprechers, der Zuwachs an Fällen ist kaum mehr abzuarbeiten, es könne zur Katastrophe kommen. Wie schildern denn Sie selbst die Lage? Wir haben rund 350 Leute eingesetzt im Contact Tracing. Das sind vor allem Mitarbeiter aus den Bezirkshauptmannschaften, aus der Linie, wie es so schön heißt, die Unglaubliches leisten. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle, das muss man wirklich mal sagen. Dazu haben wir vom AMS Personen rekrutiert, vom Bundesheer, großartiger Einsatz. Wir haben aus dem Amt der Landesregierung auch 60 Personen noch zusätzlich jetzt aufgestellt. Aber es ist an der Grenze. Wir können noch die positiv Infizierten in der zeitlichen Vorgabe von 24 Stunden kontaktieren, unter Quarantäne stellen, die Erhebungen treffen bei den Kontaktpersonen der Kategorie 1. Kann schon scheinen, dass etwas länger dauert, aber das Verdachtsfallmanagement, also die Zeit von Anruf 1450 bis zum Testergebnis, das können wir jetzt überhaupt nicht mehr machen. Wenn Sie sagen, K1-Personen, enge Personen zu lesen, war ja auch schon eben die positiv getesteten Kontaktpersonen der ersten Kategorie, auch ältere Menschen, also besonders betroffene oder gefährdete Personen, die hätten Vorrang. Heißt das umgekehrt, dass K2-Personen eben nicht mehr mit einem Test rechnen können? Auch K2-Personen werden behandelt, aber da sind wir nicht mehr zeitlich in der Lage, das innerhalb von ein, zwei Tagen abzuwickeln. Wir konzentrieren uns jetzt natürlich auf die positiven Fälle, auf die Kontaktpersonen der ersten Kategorie. Das heißt, wie schnell geht's, wenn Sie sagen, die Dauer leidet? Ja, das kann dann bei Kontaktpersonen 2 schon vier, fünf Tage dauern, bis die dann endgültig Nachricht bekommen. Sie haben ja als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz natürlich auch engen Kontakt mit Ihren Kollegen in den anderen Bundesländern. Bis jetzt gibt es ganz vereinzelte Signale, dass hier die Schwierigkeiten immer größer werden. Haben Sie Mitteilungen, dass in den nächsten Tagen, dass auch in anderen Bundesländern, die bis jetzt nicht betroffen waren, das noch zu einem echten Problem werden könnte? Ja, aus Wien wissen wir ja schon seit einigen Wochen, dass das problematisch ist und dass eben die Verfolgung dieser vielen Fälle auch das Magistrat enorm fordert. Und wir haben im Westen Österreichs, in Tirol, Vorarlberg und Salzburg eine sehr, sehr dynamische Entwicklung. Was merkwürdig ist, denn was mein Bundesland betrifft, über Monate waren wir sozusagen ein bisschen der Musterknabe, waren weit unter dem Österreich-Durchschnitt, immer unter den ersten drei, was die wenigsten Infektionen betrifft. Und das ist innerhalb von 2,5, 3 Wochen explodiert. Wir haben innerhalb von 2,5 Wochen eine Versechsfachung der Fälle gehabt. Und wir haben Gott sei Dank die Strukturen so weit vorbereitet, dass uns das nicht unvorbereitet getroffen hat. Aber die Dynamik und dieses Explosionshafte, das hat uns dann doch überrascht. Aber haben Sie oder haben Ihre Expertinnen und Experten qualifizierte Vermutungen, warum genau dieser Zustand jetzt so schnell eingetreten ist? Weil, wie Sie richtig sagen, noch im Sommer hat das ja ganz anders ausgesehen. Wir hatten einen entspannten Sommer mit wenig Zahlen. Es hat alles gut funktioniert. Ich glaube, dass die Akzeptanz bei den Leuten, bei der Bevölkerung geschwunden ist. Man hat sich eigentlich im Sommer daran gewöhnt, dass es relativ problemlos alles funktioniert. Und wir sehen, dass die Infektionen hauptsächlich im privaten Bereich passieren. Und es sind nicht nur die jungen Leute, die abfeiern, sondern das sind Seniorengeburtstage, es ist die Erstkommunion, es sind Begräbnisfeierlichkeiten. Also überall, es ist auch im Veranstaltungsbereich, wenn man nachher nach dem Training auf ein Bier geht gemeinsam, dort
passieren dann die Infektionen. Und wir versuchen sehr zielgerichtet in diesen Bereich hineinzugehen. Wir haben in allen roten Bezirken ein generelles Veranstaltungsverbot. Es wird auch die Liga nicht mehr gespielt, was mir wahnsinnig leid tut, weil Bewegung im Freien und Sport ist auch so ein etwas Positives und Kraftschöpfendes. Natürlich auch keine Trainings, keine Musikproben, keine Chorproben. All das ist abgesagt, um in den roten Bezirken die Kontakte zurückzufahren und Distanz zu haben. Und wir haben zusätzlich im Privatbereich außerhalb des ureigensten Wohnungsbereiches ebenfalls alle privaten Veranstaltungen verboten. Garagenfeste in Stallgebäuden oder in Werkstätten, das ist alles nicht mehr zulässig. Wenn Sie sagen, die Akzeptanz ist gesunken, das ist offensichtlich so, aber worauf führen Sie das zurück? Hat da die Politik möglicherweise nicht mehr den richtigen Ton getroffen? Mag sein, es gibt immer eine Vielzahl von Ursachen. Ich glaube einfach eine gewisse Müdigkeit. Die Leute sind erschöpft, auch was Corona betrifft. Sie können schon nicht mehr hören. Und man hat diese Krise im Frühjahr gut bewältigt, sehr gut bewältigt, hat dann diesen entspannten Sommer gehabt und es ist eigentlich keine Bereitschaft gewesen, sozusagen diese Selbstdisziplin weiterzuführen. Es war irgendwie die Meinung, naja, das wird schon gut gehen und jetzt sind wir heute in einer anderen Situation. Aber muss man als Politik auch klarer kommunizieren, klarere Regeln vielleicht auch machen? Es ist ja ein wildes Durcheinander. Ja, sicher. Nur die Regeln werden halt der jeweiligen Situation angepasst und es gäbe keinen Sinn, die strengen Regeln vom Frühjahr über den Sommer bis in den Herbst hineinzutragen. Und die Politik ist hier immer in einer gewissen Weise auch reaktiv und nicht proaktiv unterwegs. Noch eine letzte Frage zur Kontaktverfolgung. Wenn Sie das weiterdenken und die Zahlen steigen, 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 was ist das Worst-Case-Szenario in den Winter hinein? Ist das dann eine unkontrollierte Ausbreitung? Das ist sicher ein Worst-Case-Szenario. Daher haben wir diese Maßnahmen verfügt, die wir verfügt haben. Wir sehen auch schon erste Ergebnisse in Kuchl, den Ort, den wir leider unter Quarantäne stellen mussten, sinken die Zahlen. Da haben wir schon ein Drittel ungefähr weniger an Infizierten. Auch im Denningau, der sehr betroffen war, geht seit 4 Tagen die Kurve wieder nach unten. Also man sieht, die Bevölkerung reagiert dann schon und die behördlichen Maßnahmen tun ihr Übriges dazu. Werden Sie auch AGES-Mitarbeiter anfordern, so wie Frau Radlberg? Derzeit noch nicht, aber ich schließe nicht aus, dass das auch notwendig werden wird. Jetzt sind ja in anderen Ländern und in anderen Regionen wesentlich schärfere Maßnahmen beschlossen worden. In der vergangenen Woche zum Beispiel in Luxemburg eine nächtliche Ausgangssperre von 23 bis 6 Uhr, in Paris und anderen französischen Departements von 21 Uhr bis 6 Uhr, in der Lombardei ähnlich. Würden Sie eine nächtliche Ausgangssperre für sinnvoll halten, um den von Ihnen erwähnten privaten Bereich etwas zurückzudrängen? Ich bin ein Gegner von Ausgangssperren. Das ist ein derartiger Eingriff in unsere Freiheit und unsere Mobilität. Ich kann nicht beurteilen, ob das als allerletzte Maßnahme notwendig sein wird. Wir haben im Westen eine Sperrstunde von 22 Uhr. Wir haben Registrierungspflicht in der Gastronomie, doch einen verfassungsrechtlichen Weg gefunden, wie das gehen kann. Wir haben die privaten Veranstaltungen untersagt, es wird kontrolliert. Und ich glaube, durch die Berichterstattung und die Entwicklung in den letzten Tagen und in der letzten Woche ist die Aufmerksamkeit der Bevölkerung doch wieder geschärft worden, dass man jetzt ein bisschen an sich halten soll. Jetzt gibt es, wir haben es vorhin in den Nachrichten wieder gehört, seit heute Mitternacht eine neue Verordnung, die bundesweit gilt, heißt unter anderem 6 Personen nur mehr drinnen, plus Minderjährige, draußen sollen es 12 sein, Mindestabstand 1 Meter gilt wieder. Reicht Ihnen das? Bundesweit gesprochen? Es geht nicht darum, ob es mir reicht, sondern es geht darum, ob diese Maßnahmen greifen. Und es ist immer ein Bündel von Maßnahmen. Es ist nie eine Maßnahme alleine, die zum Erfolg führt, sondern es ist immer ein Bündel von Maßnahmen. Ob jetzt 10 oder 6 Personen für sich allein genommen, wird jetzt nicht die große Änderung sein. Es sind einfach die Kontakte im privaten Bereich, die natürlich in der Gastronomie genauso wie im privaten Bereich stattfinden. Und da sind die Maßnahmen sicher zum Teil zweckmäßig, auch wenn nach gewissen Untersuchungen nur ca. 5% der Fälle ihren Ausgang in der Gastronomie haben. Nur Salzburg geht ja insgesamt sehr viel weiter. Hätten Sie sich da mehr gewünscht vom Bund? Das Virus macht ja an der Grenze, an der Landesgrenze nicht Halt. Mit der sogenannten Ampel hat der Bund eine Weichenstellung getroffen, dass regional zu entscheiden ist. Und das hat den Vorteil auf der einen Seite, dass man sozusagen
zielgenauer entscheiden kann. Es gibt ja keinen Sinn, einen Bezirk unter Rot mit allen Einschränkungen zu stellen und dieselben Einschränkungen in einem anderen Bezirk zu haben, wo es praktisch keine Fälle oder nur ganz wenige gibt. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist dann eine gewisse Uneinheitlichkeit natürlich der Maßnahmen und auch eine gewisse Verwirrung, die damit verbunden sind. Wir haben in Salzburg 4 von 6 Bezirken, die mittlerweile auf Rot gestellt sind. Dort sind alle Maßnahmen gemeinsam und einheitlich getroffen und bis 15. November verfügt. Wir werden sehen, ob in diesen 3 Wochen dann eine Umkehr des Trends zu sehen ist. Ich hoffe es. Sie haben von einer gewissen Verwirrung gesprochen. Das werden die allermeisten unserer Zuseherinnen und Zuseher bestätigen können. Vor allem die jüngste Verordnung war ja ziemlich holprig und der Zeitverlauf war schwer nachzuvollziehen etc. Wie beurteilen denn Sie die bisherige Vorgangsweise und Qualität der Maßnahmen, die hier von Seiten des Bundesministers für Gesundheit beschlossen werden? Ja, mein Gott, wissen Sie, ich bin jetzt nicht derjenige, der mit dem Zeigefinger Kritik an anderen übt. Dort fließen viele unterschiedliche Beurteilungskriterien zusammen. Das gehört dann auch noch rechtlich alles abgestimmt. Der Abstimmungsbedarf bei all diesen Dingen ist enorm. Aber man sieht schon ganz klar, dass die Bundesregierung sich jetzt bei der Verhängung von Maßnahmen zugunsten regionaler Entscheidungskompetenzen in den Ländern selbst etwas zurückgenommen hat. Es kann aber sein, wenn die gesamte Entwicklung in Österreich weiter so dahin galoppiert, dass die Bundesregierung wieder zu nationalen Maßnahmen zurückkehrt. Nun bekommen Sie als Landeshauptmann, der ja besonders nah an den Bürgerinnen und Bürgern ist, auch viele Rückmeldungen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Wie sind denn diese Rückmeldungen auf die Maßnahmen, die getroffen werden? Sind die verständlich? Werden die akzeptiert? Werden die als kompetent angesehen? Ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die ermutigen uns sehr, diesen Weg weiterzugehen. Andere verstehen es überhaupt nicht, sind auch sehr kräftig in ihrer Kritik. Kann ich alles nachvollziehen. Steigt die Zahl? Steigt absolut. Und wir haben eine ganz andere Situation als im Frühjahr. Im Frühjahr war eine breite Einschätzung der Wissenschaft, das Ding ist gefährlich. Und es war eine politisch geschlossene Situation aller politischen Kräfte im Land, die sich hinter die sehr drastischen Maßnahmen der Bundesregierung gestellt haben. Und jetzt haben wir erstens mal einen Disput der Wissenschaftler, wie gefährlich das Virus ist, welche Maßnahmen zweckmäßig sind oder nicht, wo getestet werden soll oder nicht, wer infektiös ist oder nicht. Dieser öffentliche Disput verwirrt natürlich die Menschen. Zweitens ist die öffentliche Diskussion auch politisch instrumentalisiert zum Teil. Es gibt halt meiner Einschätzung nach doch 20% plus, Richtung 30% von Covid-Leugnern oder Ablehnern oder Skeptikern, wenn Sie so wollen, in unterschiedlichen Radikalisierungen und Graduierungen. Und auf diese Gruppe setzt sich natürlich auch die Politik, die Parteipolitik drauf. Und das führt dann auch zu einer Polarisierung, die weniger erfreulich ist. Aber genau solche Leugner oder Skeptiker haben vor einer Woche bei Ihnen in Salzburg in der Innenstadt demonstriert. Einige wenige hundert. Was antworten Sie diesen Leuten? Die sind ja genauso Teil der Gesellschaft sozusagen. Sie sind Teil der Gesellschaft und Sie haben Recht, Ihren Zweifel Ausdruck zu verleihen. Das ist alles legitim. Und alles auch im Toleranzbogen drinnen, überhaupt keine Frage. Wir versuchen, die Briefe, die wir bekommen, wenn sie jetzt nicht ganz unflätig sind, die gibt es auch, die beantworten wir nicht, aber andere Briefe beantworten wir sachlich. Und ich stehe für eine faktenbasierte Politik. Wir schauen uns an, welches Angebot an Krankenhausbetten haben wir, welches Angebot an Beatmungs- und Intensivbetten haben wir, wie wird die Kurve sich weiterentwickeln. Und da gibt es ein paar Hinweise, die mich recht besorgt machen. Erstens, das Durchschnittsalter der Infizierten wird älter. Wir hatten vor 3 Wochen noch ca. 50% der Infizierten, die unter 35 Jahre alt sind. Jetzt sind es nur mehr 30%. Fast 25% sind zwischen 35 und 75 und fast 10% über 75. Also die Patienten werden älter und da durchaus trifft es auch vulnerablere Gruppen, wie es so schön heißt. Zweitens, wir haben einen Stufenplan für die Krankenanstalten, welche Betten bei welcher Entwicklung zur Verfügung stehen. Da sind wir jetzt auf der Stufe 3a von 5 Stufen. Wir sehen derzeit, halten wir für diesen Bereich 109 Betten vor. 87 sind bereits
belegt. Wir können diese Bettenanzahl auf 200 noch aufstocken, aber dann wird es ganz schwierig. Denn es ist ja nicht so, dass Bett ist gleich Bett, sondern ein medizinisches Bett ist nur ein Bett, das auch entsprechend ärztliches und pflegerisches Personal hat. Und die müssen wir dann von anderen Bereichen abziehen. Das heißt, andere Operationen, andere Krankenbehandlungen können nicht durchgeführt werden. Aber sozusagen, um das klarzumachen, Stichwort Spitäler, da haben Sie noch vor einigen Tagen gesagt, in maximal 2 Wochen könnte die Kapazitätsgrenze in Salzburg erreicht sein. Ist das schon so? Die Entwicklung, das ist eine Information, die ich vor knapp einer Woche von den Landeskrankenanstalten bekommen habe, dass man fürchtet, in 14 Tagen an der Kapazitätsgrenze angelangt zu sein. Jetzt sind wir in der Hälfte des Weges. Also diese Befürchtung steht nach wie vor. Und was heißt das in der Folge? Heißt das, müssen Nicht-Covid-Patienten dann warten? Ja, natürlich. Dann wird Personal umgeschichtet, Betten umgeschichtet, dann müssen Hüftoperationen, die vielleicht schon einmal verschoben wurden, wieder verschoben werden. Mit all den Auswirkungen, die Leute haben ja auch Schmerzen, für die ist ja das ganz unangenehm. Und wir müssen ja trotzdem auch die Akutmedizin aufrechterhalten, Verkehrsunfälle, Krebsoperationen etc. etc. Und wenn immer eingemeldet wird von den Bundesländern, tausende Betten stehen zur Verfügung. Ja, es sind insgesamt tausende Betten da, aber nur ein bestimmter Teil kann für eine Krankheit reserviert werden. Bei uns sind das ca. 25% des Bettenangebotes, das dann für Covid reserviert ist. Und das ist eine Entwicklung, die bedenklich ist. Was interessant ist, ist, dass wir bei den Intensivbetten nicht diese dynamische Entwicklung haben. Da ist derzeit erst ein Viertel belegt. Möglicherweise hat sich auch der Krankheitsverlauf etwas verlagert. Aber das liegt dann schon auch in der Verantwortung einer Landesregierung und eines Landeshauptmanns, dafür Sorge zu tragen, dass Patienten noch behandelt werden, auch in unterschiedlichen Schweregraden. Aber nur eine Frage noch dazu. Alles, was Sie hier sagen, deutet ja nicht darauf hin, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Es deutet eher darauf hin, dass im Laufe der allernächsten Zeit wesentlich schärfere Maßnahmen notwendig sein könnten. Unsere Maßnahmen dienen dazu, einem Licht am Ende des Tunnels entgegenzufahren und das endlich irgendwann zu erblicken. Also wir müssen ja proaktiv agieren. Wenn ich bereits am Limit angelangt bin mit den Betten, mit den Medizinern, mit dem pflegerischen Personal, dann ist es zu spät, denn die Maßnahmen haben ja eine Wirkungsdauer, die erst nach 10, 14 Tagen beginnt zu greifen. Da haben Sie was gemacht vor einer Woche, was dort nicht jeder verstanden hat in der Bevölkerung, auch nicht in der Wirtschaft. Kuchl befindet sich in Quarantäne. Ist das sozusagen dann ein Prototyp? Müssten dann noch sehr viel mehr Gemeinden folgen? Müssen Gemeinden sozusagen zusperren? In Kuchl hatten wir eine Entwicklung, die stark steigend war. Kuchl ist eine relativ große Gemeinde mit 7.500 Einwohnern. Die Infektionszahl lag bei zwischen 130 und 150. Das ist jetzt für sich genommen nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn man die Verdoppelungszeit einrechnet, die bei 10, 11 Tagen liegt, dann ist man sehr schnell auch in so einem Art Ort zunächst auf 300, dann auf 600, dann auf 1000 erkrankte Personen. Und diese Entwicklung war vorhersehbar. Daher die Quarantäne. Und ich hoffe sehr, dass wir in keinen anderen Orten zu so drastischen Maßnahmen greifen müssen. Das ist wirklich unangenehm und schlimm für alle Beteiligten. Es ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit, in die Bewegungsfreiheit. Es ist riesig schwierig für die Wirtschaft. Wir haben dort über 300 Unternehmen, die sehr vernetzt sind, natürlich im ganzen Land. Und da leiden ja nicht nur die Unternehmen dort, deren Mitarbeiter nicht einpendeln dürfen, sondern es leiden auch Unternehmen außerhalb des Ortes, deren Mitarbeiter aus Kuchl nicht auspendeln dürfen und die keine Produkte aus Kuchl bekommen, die sie für die weitere Produktion brauchen. Nur Sie sagen, andere sollen das nicht machen, nicht machen müssen. Andererseits ist Österreich wird immer röter sozusagen, nur mal 1% lebt in einem grünen Bezirk. Was ist dann der Weg? Also das muss man sich individuell anschauen pro Ort. Ich schließe es auch nicht aus, dass es irgendwo wieder notwendig sein wird. Und was muss man sich anschauen? Man muss sich anschauen, gibt es Cluster? Ist die Infektionskette nachvollziehbar? Ist sie durchschneidbar sozusagen? Wir haben Orte, die haben eine relativ hohe Anzahl. Da wissen wir aber genau, woher das Virus seinen Ausgang genommen hat und haben dann die Personen entsprechend rausziehen können. Und man muss sich dabei auch immer anschauen, wie viel bereits unter Quarantäne befindliche
Personen, K1-Personen zum Beispiel, sind dann infiziert, weil die sind ja schon in Quarantäne und stellen keine weitere Gefahr dar. Und das ist ein ganzes Spektrum, das hier faktenbasiert aufgearbeitet wird, und das ist die Grundlage solcher Entscheidungen. Ist in Kuchl am 1.11. Schluss mit der Quarantäne? Können Sie das garantieren? Das kann ich nicht garantieren. Wir sind jetzt am Ende der ersten Woche. Die Entwicklung ist vom Trend her mal positiv. Es hängt jetzt sehr auch von den Kuchlerinnen und Kuchlern ab, wie das weitergehen wird. Ich hoffe, wenn der Trend sich verstärkt, und wie gesagt, nach 10 Tagen ungefähr kann man schon sagen, dann wird einiges dafür sprechen, dass wir es nicht verlängern müssen. Auch im Tennengau geht seit 4 Tagen insgesamt die Zahl der Infizierten zurück. Man sieht also schon, diese Maßnahmen bewirken etwas. Eine Maßnahme war die Sperrstunde, nicht bundeseinheitlich zu regeln, sondern bundesländerweise zu regeln. Jetzt haben wir einen Fleckerlteppich an Sperrstundenregelungen. In Salzburg ist es besonders absurd. In Straßwalchen ist die Sperrstunde 22 Uhr. Ein paar Kilometer weiter im Innviertel ist sie wesentlich später, was inzwischen zu einem Abfluss auch von Geld aus Salzburg nach Oberösterreich führt, weil die Leute nach Österreich fahren, um dort länger im Gasthaus zu verweilen. Ist das eigentlich eine vernünftige Regelung? Der Westen hat 22 Uhr festgelegt, die anderen Bundesländer wollten keine Beschränkung der Sperrstunde haben, von Wien bis Oberösterreich. Steiermark hätte eine Sperrstunde mitgetragen mit 23 Uhr. Also wie gesagt, wir haben im Westen uns entschieden für 22 Uhr aus verschiedenen Überlegungen heraus. Es wird ins Treffen gegen diese Sperrstundenregelung geführt, dass dann sozusagen die Gäste in den Privatbereich, Anführungszeichen unkontrollierbar, abgeleitet werden. Ja, das mag in dem einen oder anderen Fall durchaus Faktum sein, aber das ist auch so, wenn man ganz sperrt oder wenn man um 1 Uhr das hat. Letztlich war unsere Überlegung, ab einem gewissen Alkoholpegel im Stehen, bei lauter Musik, bei einer relativen Nähe, die sich halt mit zunehmendem Alkoholisierungsgrad entwickelt, ist es einfach schlecht. Und das wollten wir vermeiden. Es ist aber, Sie sagen, der ein oder andere Fall. Statistiker haben sich das näher angeschaut. Genau in diesen 3 Bundesländern, in denen die Sperrstunde früher ist, 22 Uhr, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, genau da ist die Zahl aber nicht zurückgegangen, sondern deutlich mehr geworden. Und da gab es genau die höchsten Neuinfektionen im Österreich-Vergleich über Wochen. Ja, wir haben die 22-Uhr-Regelung in Vorarlberg, Tirol und in Salzburg gemacht, als die Entwicklung schon sehr aggressiv war. Die Argumentation ist irgendwie nicht zulässig, finde ich. Alles ist zulässig, aber denn wir wissen ja nicht, wie es wäre, wenn wir es nicht mit 22 Uhr festgelegt hätten. Und bei uns, man darf nicht übersehen, es gibt auch 2 Welten. Die im urbanen Bereich hat die 22 Uhr Sperrstundenregel sehr wohl etwas gebracht. Da bin ich überzeugt davon, das haben wir auch anhand der Zahlen gesehen. In der Stadt Salzburg ist die Entwicklung besser als in den restlichen Bezirken. Und in den restlichen Bezirken gibt es ein anderes Sozialverhalten von jeher, unabhängig von Sperrstunde oder nicht. Ein starkes Vereinsleben, sehr viel Gemeinsamkeit und Geselligkeit. Nach dem Putzen des Feuerwehrautos sitzt man zusammen im Stübel, genauso nach der Chorprobe oder nach dem Vereinstraining. Und da spielt sich auch viel außerhalb der Gastronomie von jeher an. Und dann gibt es die berühmten Stadelfeste, wo man halt zusammen feiert und bei Musik trinkt und so weiter. Das ist halt anders als in der Stadt. Wo haben denn Sie persönlich sich eingeschränkt? Was tut Ihnen vielleicht auch am meisten weh? Die Nähe zu den Leuten, also für die Demokratie, auch für meinen Beruf ist das furchtbar, weil wir verkehren eigentlich nur mehr mit Videokonferenzen, wir gehen die Leute wirklich ab, die großen Feste, die großen ländlichen Bereiche, auch die Auftrittsmöglichkeiten, die man hat, wenn man dabei ist und sieht, wie die Leute denken und auch die Nähe herstellen kann. Und auch für die Leute ist das wichtig. Wie ist der oder die in der Politik? Was hat der für eine Aura, die er um sich verbreitet? Und das kann eine Videoaufnahme oder eine Fernsehaufnahme nie ersetzen. Es ist wirklich dieses Virus weniger eine Chance als vielmehr eine Riesengemeinheit. Und noch einmal zurück zur Sperrstunde. Wir halten beide den Föderalismus hoch, aber wäre das nicht eine sehr gute Gelegenheit, eine bundeseinheitliche Regelung zu treffen? Denn die Stadelfeste, von denen Sie sprechen, die gibt es in Oberösterreich und Niederösterreich genauso. Also das ist ganz schwer zu erklären, warum es hier unterschiedliche Regelungen gibt. Sollte es nicht eher eine bundeseinheitliche Regelung bei diesem Thema geben? Die Bundesregierung hat keine Regelung gemacht, daher haben wir sie gemacht. Und wir haben sie abgestimmt im Westen. Aber Sie könnten sich etwas wünschen als Vorsitzender der Landeshauptleute. Ich möchte ehrlich gesagt nicht in andere Bundesländer hinein
mich hineinmischen. Das muss die Bundesregierung und die jeweiligen Landeshauptleute müssen das für sich entscheiden. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Und nochmal, es ist ein Bündel von Maßnahmen, das wirkt. Und die Sperrstunde ist eines von vielen anderen Maßnahmen, das vor allem für die Wirte von Nachteil ist. Das weiß ich, das ist mir wohl bewusst. Für die Gäste jetzt relativ weniger, weil unsere Erfahrungen zeigen, dass die dann halt ein bisschen früher ins Wirtshaus gehen oder ins Restaurant gehen. Und halt der Bereich der Bars, wo man steht und bei Musik sich im Stehen unterhält, der ist natürlich ganz abgedreht, aber der ist auch bei der Bundesregierung abgedreht. Stichwort Koordinierung unter den Ländern, da gab es, Sie haben vorher das Wort Disput verwendet, aber in einem anderen Zusammenhang, da gab es ja wohl Disput diese Woche unter den Ländern, nämlich den ÖVP-geführten und den SPÖ-geführten. Da ist aufgefallen, da gab es schon am Montag zur besagten Verordnung ein E-Mail eines hohen Mitarbeiters des Finanzministeriums an die hohen Mitarbeiter der Landeshauptleute, aber nur der ÖVP-Landeshauptleute. Man möge sich Entwürfe anschauen oder Varianten anschauen und rückmelden. Die SPÖ-Bundesländer haben dann geklagt, dass sie da außen vor gelassen wurden. Daher die Frage an den Landeshauptleute-Chef, ist das guter Stil? Ja, ich habe mich da erkundigt, was da los ist. Ich weiß natürlich nicht, an wen das Finanzministerium Unterlagen ausschickt. Mir wurde gesagt, an die Fachabteilung aller Länder wurden diese Unterlagen geschickt. Und an und Kabinett die, auch in und, Ihrem Fall. Und in unserem Fall an die politischen Büros auch. Das ist halt durch dieselbe parteiliche Zugehörigkeit. In dem Fall im Rahmen der politischen Büros nur zwischen dem Finanzministerium und den ÖVP-geführten Ländern passiert. Aber wie gesagt, die Fachabteilungen aller Länder haben sie und die können sie auch ihren eigenen Leuten zuspielen. Aber darf sowas gar nicht erst auftreten? Müsste man das nicht von vornherein verhindern, dass ein Ministerium und nicht die ÖVP-Zentrale an ÖVP-Leute das schickt? Das ist immer auch eine Vertrauensfrage. In solchen Verordnungen sind ja viele Vorschläge drinnen, die auch dann auch noch diskutiert werden können und die dann zum Teil nicht umgesetzt werden. Und wenn dann Vorschläge oder Diskussionsgrundlagen an die Öffentlichkeit gezerrt werden, um sozusagen die Regierung in ein schlechtes Licht zu setzen, dann verstehe ich schon, dass man hier nicht jeden, jedes und alles gibt. Insgesamt ist aber sicher naheliegend, dass man allen Büros und allen Führungsbereichen das zukommen lässt. Also künftig an alle Kabinette in allen Bundesländern, um Gleichstand zu erzielen. Ich habe da auch überhaupt kein Problem damit. Ne? Aber es ist eine gewisse Fairness ist dann schon verlangt, weil das sind halt Arbeitsgrundlagen, in die man sich einbringen kann. Herr Landeshauptmann, wir wollen mit Ihnen noch über einen zweiten großen Block im Zusammenhang mit Corona sprechen. Das ist natürlich die Wirtschaft, insbesondere der Wintertourismus. Und da haben wir eine Grafik vorbereitet. Da sehen wir die Herkunftsländer noch in der vorigen Saison weit vorne. Deutschland mit 37%, gefolgt von Österreich. Dann aber den Niederlanden und Großbritannien. Also das Ausland macht knapp 80% aus. Und jetzt hat kürzlich unter anderem im Zentrum ein führender Hotelier, Christian Harisch, gefordert, man sollte jetzt im November am besten 3 Wochen sogenannten sanften Lockdown machen, also Gastronomie, Hotellerie schließen, Kinos, Events, um Schlimmeres in der Wintersaison zu verhindern, respektive die Wintersaison zu retten. Können Sie dem was abgewinnen? Es ist sicher das Recht eines tüchtigen Hoteliers, sozusagen seine Branche im Mittelpunkt der Welt zu sehen. Aber wir müssen ja auf alle achten und einfach jetzt nur, um für den Wintertourismus sozusagen eine begünstigte Startposition zu haben, die gesamte Wirtschaft lahmzulegen und herunterzufahren, wird sicher nicht funktionieren. Sondern, ich sage nochmal, jetzt ist unsere Aufgabe, die Entwicklung zu sehen, faktenbasiert die Entscheidungen auch vorweg zu treffen und dann wird man sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Für Salzburg ist natürlich der Wintertourismus besonders wichtig, für Tirol noch wichtiger, für Oberösterreich, für Kärnten oder für das Burgenland unterschiedlich, aber eher weniger von Bedeutung. Und daher kann man nicht diese Bundesländer sozusagen zugunsten eines recht starken Bereiches in anderen Bundesländern auch stilllegen. Das geht nicht. Aber dieser Hotelier hat ja sozusagen ausdrücklich gemeint, eine sanfte Variante, also Handel, Gewerbe, Industrie, das soll alles offen bleiben. Da verstehe ich Sie richtig, dass das genügt Ihnen nicht, das kommt nicht in Frage. Wir haben in Salzburg, kann ja nur für mein Bundesland sprechen, in all jenen Bezirken, die auf der Ampel rot geschaltet sind, alle Veranstaltungen verboten, alle Bereiche auch im Stehen verboten.
Und das sind schon erhebliche Maßnahmen, die ganzen Privatfeste verboten außerhalb der eigenen vier Wände. Und da bleibt dann als Eskalationsstufe nur mehr recht wenig über. Das ist die Sperre der Gastronomie, das ist die Sperre des Handels und das sind Schulschließungen. Und mehr fällt mir dazu eigentlich dann nicht mehr ein. Das, was bisher passiert ist, das genügt, glauben Sie, um das Reisewarnungen vorzubeugen? Darum geht es ja, sozusagen Stornierungen zu verhindern, na, es geht, Leute doch zu motivieren. Es geht in allererster Linie jetzt einmal um uns selbst, um unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass die sich nicht anstecken, dass vor allem auch ältere Menschen sich nicht anstecken. Denn es ist ja eine Milchmädchenrechnung, ganz klar, je mehr infizierte Personen wir haben, umso höher ist die Ansteckungsgefahr. Und da müssen wir zuerst einmal auf uns selber schauen. Und wenn dieses auf uns selber schauen auch den Effekt hat, dass wir in den Inzidenzzahlen, die ja maßgeblich sind für Reisewarnungen, wieder runterkommen, dann soll mir das sehr, sehr recht sein. Aber im Mittelpunkt steht unsere eigene Bevölkerung. Nochmal zurück zu den Wintersportorten im Westen. Da gab es in den letzten Tagen einige eher schockierende Bilder von Menschenschlangen, die sich bei der Gondel anstellen oder die in Wintersportorten eben hier sehr dicht beieinander stellen. Was kann man denn tun, um solche Dinge in Zukunft zu verhindern? Ja, das war natürlich wirklich ein schockierendes Bild und absolut kontraproduktiv, denn die Branche kann das. Die hat das im Sommer schon gezeigt, hat ja bei uns auch sehr viele Menschen auf den Berg transportiert. Die sind organisatorisch in der Lage, einen Wintertourismus abzuwickeln, auch mit den entsprechenden Abständen, mit Maskentragepflicht etc. etc. Das muss man halt entsprechend organisieren. Möglicherweise haben die Veranstalter dort eine Überraschung aufgrund eines nicht erwarteten Zustroms erlebt. Ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen, aber die Branche kann das. Es können auch die Touristiker, die Hoteliers haben ja gezeigt, wie es geht. Und es wird kein After-Ski-Partys, die wird's halt, ein After-Ski wird es halt in der Form dieses Mal nicht geben können. Aber auch da, das sind ja unheimlich tüchtige und bewegliche Unternehmer, die haben halt die Tanzfläche jetzt mit Tischen zugestellt und werden dann dort die Gäste machen. Aber muss man diesen tüchtigen Unternehmern nicht ganz offen sagen, die Kosten werden steigen, denn wenn ich mehr Kontrollen einführe, sprich mehr Personal brauche, um vor den Liften diese Ordnung herzustellen, dann kostet das einfach mehr. Das ist uns völlig klar und das ist den Unternehmen auch völlig klar. Ich glaube, eine vernünftige Sicht der Dinge heißt einfach, wir müssen über diesen Winter irgendwie drüber kommen. Dass das kein Rekordwinter wird, das wissen wir alle. Dass die Reisewarnung, die deutsche, die holländische, über uns wie ein Damoklesschwert nicht nur schwebt, sondern mitten jetzt auch herabgelassen ist, ist ein Riesenproblem. Denn wir wissen ja, dass rund 21% unserer Gäste in Salzburg und auch österreichweit kommen aus Österreich. Da ist auch Potenzial noch drinnen von Menschen, die vorher keinen Winterurlaub gemacht haben. Da werden wir sicher einige mehr ansprechen können. Das hat der Sommer ja gezeigt. Da werden wir einige mehr ansprechen können, wobei der Sommer wieder anders ist, weil da fahren die Leute oft auch ans Meer und die Skifahrer fahren ja nicht nach Italien, Schweiz oder Frankreich, sondern die bleiben ja, unsere Leute bleiben in Österreich. Aber wir können einige ansprechen, die wieder gerne mal einen Winterurlaub machen könnten und die sich auch sagen, es ist nicht so viel los und ist vielleicht auch ganz attraktiv. Aber natürlich, wenn man nur 20-30% des Umsatzes macht, dann wird es dann schon sehr, sehr schwierig. Wenn Sie sagen, aufrüsten beim Personal, wer soll denn das bezahlen? Naja, aufrüsten beim Personal, man muss da dann halt Tätigkeiten auch umlagern für Bereiche, die dann halt sonst nicht so ausgelastet sind. Aber man wird in dem einen oder anderen Bereich mehr Personal brauchen. Und auch hier geht es dann um Fragestellungen, die wir mit der Bundesregierung erörtern müssen. Gott sei Dank ist mit dem Betriebskostenzuschuss 3 ein recht taugliches Instrument geschaffen worden, das ja schon eingreift, wenn der Umsatzausfall eben auf bis zu 30-40% runtergeht und der auch bis März geregelt wurde. Also da gibt es schon Hilfestellungen vom Bund. Trotzdem knirscht es ein bisschen mit dem Bund, nämlich was die Entschädigungszahlungen noch für die zweite Märzhälfte dieses Jahres betrifft. Da gab es 10.000 Anträge von Unternehmen für Verdienstentgang. Und da hat es zumindest am 20. Oktober noch geheißen, das Geld, die Überweisungen sozusagen, die seien noch offen, nicht nur für Salzburg, auch für Tirol und darüber hinaus Vorarlberg. Ist das, haben Sie Signal, fließt das Geld jetzt? Das ist ein ganz eigenes Kapitel. Das sind die Entschädigungen für die Schließungen nach Epidemiegesetz. Ja. Genau. Und da war, das ist ja ein 50 Jahre altes Gesetz, da war völlig unklar, wie das zu exekutieren ist. Da gibt es jetzt da vom Bund die entsprechenden Auslegungen und auch die entsprechenden EDV-gerechten Masken. Wir haben dafür in Salzburg eine
Spezialgruppe gebildet, die das zentral abarbeitet, weil die Bezirkshauptmannschaften auch überfordert sind mit diesen Dingen und außerdem sich auf das Contact Tracing konzentrieren. Da rechne ich damit, dass dann die ersten Fälle doch in absehbarer Zeit entschieden werden können. Sie sind Jurist, Sie sprechen von Auslegungssache. Kann es im schlimmsten Fall sein, dass die betroffenen Betriebe, Unternehmer durch die Finger schauen? Nicht alle werden etwas bekommen. Oft liegen auch die Voraussetzungen für eine Entschädigung nicht vor. Aber wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann bekommen sie auch das Geld. Das ist zugesagt. Sie haben zuerst von einem Damoklesschwert gesprochen. Es gab in den letzten Tagen noch eine zweite Horrormeldung. Das war die Testpflicht für Grenzpendler aus Risikogebieten, betrifft Oberösterreich, Salzburg, Tirol, zum Teil auch Vorarlberg. Wie wird sich denn das auswirken, Ihrer Einschätzung nach, diese Testpflicht? Das wird bewältigbar sein. Ist unangenehm, ist ein Mehraufwand, aber die deutsche Bundesregierung sagt, dass sie die Kosten übernehmen werden. Das sagt zumindest das Gesundheitsministerium. Wir haben in Salzburg ca. 2.500 Personen, die Berufspendler nach Bayern sind. Viel, viel mehr, die Transit übers kleine deutsche Eck fahren. Also Durchfahrt muss nicht getestet werden. Und wenn Sie die Maßnahmen ansprechen und die Gastronomie, im Landkreis Berchtesgaden-Land ist ja komplett Lockdown. Dort ist ja die Beherbergung, die Gastronomie komplett geschlossen. Und Bayern verfügt bei einer Inzidenzzahl von über 50, Sperrstunde 22 Uhr und von über 100, Sperrstunde 21 Uhr. Und Österreich liegt bei 148, Salzburg bei 234, nur um in die Relation zu schauen. Also ich bin ja froh, wenn wir den 22-Uhr-Sperrstunde überhaupt noch halten können. Also Sie glauben, dass diese Testpflicht für die, sind immerhin tausende Leute, die da betroffen sind, in ganz Österreich, dass das bewältigbar ist? Durch die Kosten, durch die versprochene Kostenübernahme von bayerischer Seite oder von deutscher Seite? Das hängt ganz davon ab, wie die Teststrecken und Teststraßen aufgebaut sind. Ich habe mit dem Roten Kreuz letzte Woche noch gesprochen und die prüfen derzeit, ob sie zusätzliche Teststraßen aufbauen. Da muss man dann aber auch mit der Bundesregierung über Kostentragungen sprechen, denn das sind ja PCR-Tests, die gefordert sind und die kosten zwischen 70 und 120 Euro, das ist also eine Menge Geld. Wenn ich mich viermal im Monat testen lassen muss, dann geht die Hälfte für manche des Einkommens drauf. Also das kann so nicht funktionieren. Jetzt fährt am Dienstag die Europaministerin Ed Stadler nach München zum bayerischen Ministerpräsidenten Söder, um dort zu verhandeln. Wie aussichtsreich ist denn diese Verhandlung Ihrer Meinung nach? Deutschland und speziell Ministerpräsident Söder fahren einen sehr harten Kurs. Der ist für uns lebbar, solange es keine gesundheitsbezogene Grenzkontrollen gibt. Wenn es gesundheitsbezogene Grenzkontrollen gibt, dann bricht bei uns alles zusammen. Weil wir einfach auch im Wirtschaftsverkehr so verzahnt sind mit unseren bayerischen Nachbarn. Und ich hoffe sehr, dass die bisherige Handhabung, dass eben in dem Bereich nicht kontrolliert wird, nicht, damit man sozusagen damit spekuliert, schwarz oder nicht getestet über die Grenze zu kommen, sondern einfach zur Vermeidung der Staus, die damit verbunden sind, dass wir ohne das auskommen. Und die Europaministerin, glaube ich, hat einen sehr guten Kontakt mit Ministerpräsident Söder. Ich hoffe, dass das auf dem Bereich bleibt. Und auch der Bundeskanzler hat mehrfach mit ihm gesprochen und man hat sich das auch gegenseitig versichert. Wirtschaft, ein großer Block, Bildung, ein nächster großer Block, der viele Leute beschäftigt. Bildungsminister Fassmann hat gestern auf Ö1 gesagt, es soll nach den Herbstferien keine Schulschließungen geben. Namens Ihres Landes und auch der Landeshauptleute, schließen Sie sich dem an? Soll das nicht kommen? Wir haben in Salzburg in den rot geschaltenen Bezirken in der letzten Woche die Schulen ab der 9. Schulstufe geschlossen und haben damit den doppelten Effekt verbunden mit den Herbstferien. Wir werden diese Woche entscheiden, wie wir damit nach den Herbstferien weiter umgehen. Aber wenn es irgendwie geht, wenn es irgendwie verantwortbar und vertretbar ist, möchte ich keine Schulschließungen haben. Was ist das Szenario oder was sind die Bedingungen, unter denen Sie sagen, jetzt müssen wir schließen, großflächig, nicht nur regional, nicht nur lokal? Das ist die Gesamtentwicklung. Die muss einen bestimmten
Trend, eine bestimmte Tendenz haben und haben auch, Sie da eine Platte, und eine auch wie die Schulen zu der Infektionssituation beitragen. Ich hoffe, dass diese 14 Tage uns da jetzt gut getan haben. Sie müssen ja sehen, ein Oberstufenlehrer oder Lehrerin, die infiziert ist, hat ungefähr 150 Kontakte am Tag. Das muss die Gesundheitsbehörde abarbeiten. Das ist fast nicht möglich, wenn 2, 3, 4 Lehrer infiziert sind in einer Schule. Dann kommt es dann wahrscheinlich eben zu größeren Schließungen. Das klingt ja umso wahrscheinlicher dann, dass es doch kommt zu breitflächigen Schließungen. Naja, wir müssen uns eben anschauen, wie ist jetzt die Involvierung der Schulen in die Infektionssituation. Sind sehr viele Schulen betroffen, sehr viele Lehrer, sehr viele Schüler. Und das wird einer der Kriterien sein. Und natürlich auch vor allem die Beurteilung durch die Sanitätsdirektion und durch die Spezialisten. Ihre Bildungslandesrätin Maria Hutter hat vergangene Woche gesagt, wir sind derzeit dabei zu prüfen, die Oberstufenklassen nur mehr im Schichtbetrieb zu unterrichten. Wird so etwas kommen? Das ist eine Möglichkeit, die gibt es. Das entscheiden dann auch die Schulen zum Teil autonom. Aber noch einmal, wenn es irgendwie geht, glaube ich, sollte man die Schulen offen lassen. Im Interesse des Lernfortschrittes, vor allem auch im Interesse der psychischen und sozialen Entwicklung junger Menschen, die, wenn sie sozusagen weggesperrt werden aus dem Klassenverband, aus einem geregelten Leben, sich selbst überlassen sind, wenn sie älter als 15 sind, das ist sicher eine ganz negative Entwicklung. Jetzt gab es gerade im Frühling, als man schon viel Homeschooling hatte, viele kritische Rückmeldungen von Elternvertretern, Schülervertretern, auch von Lehrern, die darauf nicht vorbereitet waren. Was hören Sie denn da inzwischen? Wir können sicher noch besser werden bei der Informationspolitik. Einer der Hauptkritikpunkte, die ich wahrnehme, ist, wenn ein Fall in einer Klasse ist, werden Elternvertreter der Schule von anderen Klassen nicht informiert. Also dieses Thema, ich glaube, Kommunikation, zentrale Information, da müssen wir noch besser werden. Und da werden wir nächste Woche auch entsprechende Gespräche führen. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Der Finanzausgleich läuft im kommenden Jahr aus, im Jahr 2021. Der Finanzausgleich ist ja die größte Geldverteilung der Republik zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Jetzt gab es Stimmen, man möge diesen Finanzausgleich, dessen Verhandlungen immer besonders schwierig und zäh sind, einfach verlängern. Wie ist denn Ihr Standpunkt hier dazu? Das ist auch die Sicht der Landeshauptleute, auch meine Sicht. Ich glaube, es ist klug, wenn man den Finanzausgleich jetzt verlängert. Wir haben jetzt momentan ganz andere Sorgen und wir sollten uns, glaube ich, unsere Kapazitäten nicht binden durch langwierigste Verhandlungen über die Verteilung der gemeinsamen Einnahmen der Republik. Und ich möchte mal auch ganz klar sagen, es wird oft so getan, das sind Geschenke an die Länder und an die Gemeinden. Nein, das sind gemeinschaftliche Einnahmen der Republik, die mit 11% an die Gemeinden, mit 22% an die Länder und mit dem Rest an den Bund gehen. Das ist die große Regelung. Daneben gibt es eine Reihe von Themen, die wir sehr wohl besprechen müssen, wie zum Beispiel die Last der Tragung der Krankenanstalten, die ja besonders gelitten haben seit dem Frühjahr, weil Gastpatienten wegfallen, weil Einnahmen auch weggefallen sind, weil enorme Mehraufwendungen für diese Bewältigung der Pandemie aufgelaufen sind. Und das ist ja eigentlich eine Bundesaufgabe, die Bewältigung der Pandemie. Verlust in Salzburg hat Ihr Finanzreferent gesagt von 80 Millionen Euro und österreichweit 1,5 Milliarden Euro ungefähr. Wie kann man das dann ausgleichen? Da muss man jetzt in konkrete Verhandlungen treten und da stelle ich eine bestimmte Zögerlichkeit fest, in diese Verhandlungen bundesseitig einzutreten. Wir werden aber da nicht nachlassen. Aber die finanziellen Probleme hat ja nicht nur der Bund. Sie selbst haben im Finanzvoranschlag für das nächste Landesbudget ein Minus von 390 Millionen Euro, werden zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder Schulden aufnehmen müssen im Land Salzburg. Wie bewältigen Sie denn diese Herausforderung? Wir haben in den letzten 6 Jahren fast die Hälfte der Schulden des Landes zurückzahlen können. Wir haben also wirklich sehr, sehr gut gewirtschaftet, ohne einen Kahlschlag in sozialer oder sonstiger Hinsicht machen zu müssen. Und jetzt haben wir die Weichenstellung für die nächsten 5 bis 10 Jahre getroffen. Wir sagen ganz bewusst,
Wir investieren. Die Alternative wäre gewesen, Gürtel enger schnallen, einsparen bei allen Positionen. Nein, wir wollen das nicht. Wir investieren in die Zukunft. Wir wollen die Wirtschaft wieder in Gang setzen. Wir wollen für Arbeit und Beschäftigung sorgen. Und für mich ist es weitaus sinnvoller, mit Investitionen in die Infrastruktur, in die Bildung, in die Kunst, in die Wissenschaft und Forschung, für Arbeit und Beschäftigung, für Konjunktur zu sorgen, als sozusagen mit dem Füllhorn Förderungen auszureichen. Da klingt aber ein bisschen in meinen Ohren Ihr Parteifreund, der Finanzminister Blümel, der gesagt hat, koste es, was es wolle, angesichts der besonderen Umstände. Wo ist da für Sie die Grenze? Koste es, was es wolle, gibt es sicher nicht. Da würde auch unser Finanzreferent Christian Stöckl sich absolut querlegen. Wir haben jetzt einmal einbudgetiert 390 Millionen mehr Schulden. Wir haben rund bei einem Landesbudget von 3 Milliarden. Ja, wir haben rund 1 Milliarde der Schulden zurückgeführt. Das heißt, wir haben uns einen finanziellen Spielraum geschaffen und den haben wir. Und die Weiterentwicklung wird man dann sehen, auch in der mittelfristigen Finanzplanung. Nicht ganz einfach, aber darstellbar. Und ich denke doch, dass wir auch einen wesentlichen Beitrag zu einer Erholung der Konjunktur durch öffentliche Investitionen tätigen können und damit gleichzeitig auch andere Zwecke erreichen und befriedigen, wie zum Beispiel im Bereich Klimawandel durch Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Nur sozusagen, irgendwer muss das mal zahlen. Wer denn später? Wer gleicht das alles aus? Das ist immer so, Schulden zahlt immer die nächste Generation oder nachfolgende Regierungen. Das ist das Dilemma von Schulden. Unser Ziel war ja, den Landeshaushalt über einen Horizont von 20 Jahren überhaupt schuldenfrei zu machen. Das ist uns in nur 6 bis 7 Jahren fast zur Hälfte gelungen, bis uns die Pandemie erwischt hat. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Ausgangslage, aber das ist ja unbenommen oder nicht unbenommen, dass das nicht eine nächste Generation auch so macht. Finanzminister, ganz ein Aber die nächste Generation hat ja auch aus den Investitionen den Vorteil, aus den Bahnlinien, aus dem besseren Angebot im öffentlichen Verkehr, aus der Investition in die Spitäler. Wir investieren allein fast 300 Millionen Euro in die Spitäler, weil die Gesundheit, glaube ich, das Entscheidende ist. Ja. Finanzminister, ganz ein wichtiger Player, auch eben bei den Finanzausgleichsverhandlungen. Gleichzeitig aber war er Spitzenkandidat der ÖVP in Wien, jetzt in Regierungsverhandlungen. Wäre er verzichtbar? Nämlich der Finanzminister ist nie verzichtbar. Dieser Finanzminister? Auch nicht verzichtbar. Blümel. Eine Nachfrage noch zu den finanziellen Belangen. Das viel größere Problem als Sie als Landeshauptmann haben ja die Gemeinden. Der Gemeindebund hat erst unlängst einen Hilfeschrei lanciert, dass viele Gemeinden einfach am Rande des Bankrotts sind. Wie hilft man denn diesen am stärksten Betroffenen? Wir haben in Salzburg den Gemeinden 50% der Ausfälle der Ertragsanteile, der Einnahmen aus Ertragsanteilen ersetzt. Im Jahr 2020 werden das auch im Jahr 2021 machen. Wir haben einen Fonds, das ist der sogenannte Gemeindeausgleichsfonds, die sogenannten Bedarfsmittel. Da haben wir jetzt in wirtschaftlich sehr guten Zeiten Reserven geschaffen. Also das ist für uns bewältigbar, ohne dass auch andere Vorhaben darunter leiden müssen. Wichtig ist mir, dass die Gemeinden als Investor erhalten werden. Die Gemeinden sind wahnsinnig wichtige Investoren im Land, in die Infrastruktur, in verschiedene Bereiche und sorgen vor allem auch durch ihre vielfältigen kleineren Investitionen für regionale und lokale Beschäftigung. Und ich hoffe, dass uns das gelingt, auch in Kombination mit dem Kommunalinvestgesetz, das hier sehr positiv eingreift. noch zu Ihrer Position innerhalb der ÖVP. Die Unterscheidung zwischen Schwarz und Türkis. Sie haben ja vor einiger Zeit die möglicherweise etwas unvorsichtige Aussage getroffen, Türkis ist rein eine Marketingmaßnahme. Wie stehen Sie denn heute dazu? Ja, sowohl als auch. Sie hat natürlich schon auch eine inhaltliche Linie. Ich meine, man muss Sebastian Kurz wirklich sagen, das war ein Meisterstück, die ÖVP, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist, würde ich mal sagen. Höfliche Untertreibung. Umzugestalten innerhalb weniger Monate, ihr eine ganz neue Linie, eine neue Parteifarbe zu geben, aber auch ein neues Aussehen, viel stärker weiblich sie zu gestalten und auch weniger verwechselbar als vorher. Denn man hat vorher schon oft nicht genau gewusst, welche Standpunkte vertritt die SPÖ und welche Standpunkte vertritt die ÖVP. Und jetzt nehme ich gleich Ihre Frage hinweg, hat die ÖVP einen Rechtsruck gemacht. Die ÖVP ist klarer positioniert als vorher. Sie ist in der Mitte positioniert, aber Mitte rechts vielleicht, kann man so sagen. Und sie hat eine klare Positionierung im Bereich Migration und Flüchtlinge. Darauf werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen.
Aber in vielen anderen Bereichen ist sie mit ihrem Grundsatzprogramm und ihren gesellschaftspolitischen Vorstellungen und Wertvorstellungen genau die ÖVP, die sie immer war. Jüngstes Beispiel, wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber Flüchtlingspolitik war natürlich Moria, da haben Sie sich klar positioniert, so wie auch der Kanzler, der gesagt hat, nein, wir nehmen keine Flüchtlinge auf. Sie haben das aber auch begründet damit, dass man Hilfslieferungen geleistet habe, nur diese Hilfslieferungen wurden nicht abgerufen. Hat sich Ihre Position geändert? Wissen Sie, bei dem Thema geht es niemandem gut und mir geht es auch ganz schlecht damit, denn die erste Reaktion auf die Bilder, die wir in Moria gesehen haben oder aus Moria gesehen haben, war ja nur immer halt ein paar hundert oder ein paar tausend auf, ist ja zu bewältigen und zu schaffen. Aber bei mehreren, eine Zahl aus Wien, aber auch, ja, ÖVP, ja, auch ÖVP-Bürgermeister auch immer, haben ja gesagt, wir können uns das immer vorstellen, wir wollen das. Wie auch immer, aber es ist eine vertretbare Linie meines Erachtens zu sagen, wir machen nicht das, was jetzt schnell gut ankommt und uns schnell politisch Ruhe versauft und keine Antwort ist. Denn die Antwort ist ja, oder die Frage ist ja, was passiert mit den anderen 10.000? Und wenn Europa 10.000 nimmt und das Lager füllt sich in den nächsten 3 Wochen wieder, weil die Türken schieben sofort nach, was passiert mit denen? Was passiert mit den Flüchtlingen auf anderen Inseln, in der Türkei, im Libanon? Dieses Thema ist nicht lösbar. Wir müssen schauen, dass wir vor Ort helfen. Und ehrlich gesagt, ich lasse auch der ÖVP nicht das Mäntelchen des Unmenschlichen umhängen. Wir haben seit 2015 über 120.000 Schutzsuchende aufgenommen. Wir haben allein in diesem Jahr an die 9.000 Personen, darunter über 4.000 Minderjährige, haben einen positiven Bescheid bekommen. Und 900 unbegleitete Minderjährige wurden auch aufgenommen. Das heißt, ganz kurz eine Absage auch an die EU-Innenkommissarin, die kürzlich gesagt hat, Moria, Sonderfall, da müssen sich alle EU-Länder beteiligen. Sind Sie nicht so? Europa braucht hier eine einheitliche Linie und die ist derzeit nicht erreichbar. Wir sind schon am Ende der Zeit. Ganz herzlichen Dank, bitte, Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Christoph Kotanko fürs gemeinsame Fragen. Und ich darf noch hinweisen auf die nächsten Programmpunkte. Das ist das Hohe Haus im Anschluss mit Rebecca Salzer. Diesmal unter anderem zum Thema Geld fürs Klima. Gäste im Studio sind Julia Herr und Lukas Hammer, die Umweltsprecher von SPÖ und Grünen. Und diese Pressestunde kann man in Kürze auch nachhören im Podcast über alle gängige Plattformen, wenn Sie wollen. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Von uns allen einen schönen Sonntag noch.